gibt doch sogar verbotene Folgen, die auf RTL 2 so geschnitten wurden, sind aber auch harmlos. Okay. Echt, es gibt verbotene X-Faktor-Folgen. Würde mich auch mal interessieren, ob das generell so ein bisschen zensiert ist, ähnlich wie bei Animes oder so. Es gibt ja auch viele Animes, die im Original viel härter sind und in der deutschen Fassung sind die dann so komplett billo. Also zum Beispiel hier, die Glücksfee guckt ja gerade Naruto. Ne, hat angefangen, Naruto zu gucken. Und da ist es halt so, man muss halt erstmal das normale Naruto gucken, um dann später in Naruto Shippuden einsteigen zu können. Und das ist halt tausendmal geiler als Naruto. Also das eigentliche. Das normale Anfangs-Naruto, wo die halt noch Kinder sind. Ist auch cool so, aber Shippuden, ab da geht's erst so richtig los. Da muss man dann durch. Und das ist so geil, wie die da halt miteinander reden im Dialog. Das ist dann so im Original, auf Japanisch ist so, ich töte dich und ich mache irgendwie das und das mit deinem Kadaver. Und im Deutschen sagen die, besiege mich. Besiegen ist töten. Am Anfang ist so eine Folge bei Naruto, ich will es auch nicht spoilern, aber ist halt so ein Kampf. Und da ist dann da so ein Typ, der den Kampf quasi schon verloren hat. Und Naruto soll den dann halt zur Strecke bringen. Und dann steht er da und gegenüber und sagt immer, besiege mich doch. Ey, da denke ich immer, das ist so bullermäßig, ey. Und ich denke, was, besiege mich, Mann. Und das ist halt, kann ich mir vorstellen, bei X-Faktor auch so, dass da manche Folgen im Original sind, vielleicht noch ein paar Szenen drin, die noch doller sind. Naruto kannst du dir auf Deutsch einfach nicht geben, viel zu geschnitten. Ich habe das halt mal geguckt, bevor das jetzt auf Netflix gibt es ja jetzt auch alle Shippuden-Folgen. Als ich Naruto nachgeholt habe, so vor 2 Jahren oder so, und mir alles nochmal gegeben habe, habe ich das irgendwo im Internet halt geschaut. Und da war das ganz geil gemacht, weil das war eben German, aber alles, was rausgeschnitten wurde auf Deutsch, war dann auf Japanisch mit eingebaut, mit German Subs. Das war richtig nice. Vor allem konntest du sehen, okay, das war noch und das war noch und dann halt wieder der deutsche Kram. Weil grundlegend finde ich schon, von der Synchro her, gibt es viele deutsche Animes, die sind schon geil synchronisiert. Auch One Piece oder auch Dragon Ball, die deutsche Synchro ist schon cool, finde ich. Nur halt dieses ewige Zerschneiden und Zensieren, das geht einem leider auf den Sack, weil das im deutschen Raum halt oft einfach verkindlicht wird, ne? Deswegen sind Animes ja in den Augen vieler Leuten auch so Kinderserien-Krams. Also zumindest früher noch. Ich glaube, die Entwicklung geht schon dahin, dass auch viele Erwachsene sich das geben. Aber ja, in Japan, als ich durch Tokio gelaufen bin, da ist es ganz normal. Da ist überall hängen halt, stehen irgendwelche Anime-Figuren rum, Mangas. Du läufst durch irgendein Einkaufscenter und dann ist da einfach so ein fettes Bücherregal, wo Leute stehen und sich Mangas durchlesen. Kannst du einfach so nehmen. Kannst du da dich hinstellen und da Mangas lesen. Bei Dragon Ball ZGT wurden ganze Kampfszenen und Kämpfe rausgeschnitten. Ja, das ist krass, Steve. Also die Zensur ist manchmal wirklich zu doll. Gab es ja auch schon bei manchen Serien, mir fällt gerade nicht ein, wo war das nicht GT, wo einfach ganze Folgen rausgeschnitten wurden? Also ich habe Dragon Ball GT nicht geguckt, weil jeder immer gesagt hat, das brauchst du nicht gucken. Aber ich habe das so in Erinnerung. Das bei Dragon Ball GT, dass die einfach so 2, 3 Folgen einfach rausgelassen haben, dass du gar nicht weißt, was denn da jetzt passiert. So. Fand damals krass, als Piccolo, Son Goku und Raditz mit der Höllenspirale durchbohrt hat. Boah, das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, Alter. Mein allererster Manga. Könnt ihr euch erinnern, was der allererste Manga war, den ihr euch gekauft habt? Bei mir war es genau der. Dragon Ball Z. Der erste Band, wo es quasi mit Dragon Ball Z weiterging. Und das hieß irgendwie der Bruder von einem anderen Planeten oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, Band 17 ist das von den Mangas. Und es gibt 42 Dragon Ball Bände. Da gab es die Serie noch gar nicht als Anime im deutschen Raum. Und dann habe ich das gelesen. Habe dann schon so bis Namek oder so habe ich mir die Mangas reingezogen. Und dann kam es dann irgendwann auch als Anime. Das war richtig krass, Mann. Höllenspirale war heftig. Da gibt es sogar einen Song von so einer Anime-CD. Gibt es so einen Song, einfach die Höllenspirale.